Herzlich willkommen. Dieses Mal sind wir mit ein paar Camel Trophy Fahrzeugen wieder auf der Mehlinger Heide unterwegs. Wer nicht weiß, was die Mehlinger Heide ist, dem sei Folgendes gesagt. Bei der Mehlinger Heide handelt es sich um eine der größten Heidelandschaften in Südwestdeutschland und seit 2005 ein sehr beliebtes Ausflugsziel als Naherholungsgebiet und für Urlauber in der Pfalz. Bei der Mehlinger Heide handelt es sich um ein ehemaliges militärisches Gebiet, welches im Zweiten Weltkrieg und auch danach genutzt wurde. Seit 2001 ist die Mehlinger Heide ein Natur- und Vogelschutzgebiet. Wer die Heide also besucht, sollte nicht nur wegen der möglichen Blindgänger, sondern auch wegen der Tierwelt die ausgewiesenen Wege nicht verlassen. Mit dabei sind Micha von Black Forest RC und Yoshi von Yoshi Crawler. Auf der Heide angelangt, erwartet einem ein wunderbares Crawler-Paradies, speziell geeignet für richtig schöne Scaler, da hier keine großen Felsen sind und die Scaler dort richtig schön zur Geltung kommen. Mit was sind wir jetzt eigentlich unterwegs? Nun, mit dabei sind zwei Land Rover Discovery und ein Land Rover Defender. Alle natürlich schön in Camel Trophy Optik ausgelegt. Die Autos werden aufgebaut von D1RC und können über AliExpress bestellt werden. Einen Link dazu lege ich euch in die Videobeschreibung. Die Sandsteinfelsen bieten den Reifen viel Grip, aber ups, ja, hier bin ich dann doch mal hängen geblieben. Yoshi und Micha nehmen darauf eine etwas andere Linie und kommen ohne Probleme über das Hindernis. Natürlich darf auch eine Fahrt durchs Gestrüpp nicht fehlen. Das Unterholz bietet massenhaft Möglichkeiten, sich darin zu verweilen. Und die Autos wirken darin natürlich auch richtig schön realistisch. Gemeinsam geht's dann weiter zur nächsten Challenge. Die anderen beiden werden dann schon noch staunen, was da kommt. Aber erstmal toben wir uns im tiefen Sand aus. Die Autos werden mit viel Liebe zum Detail aufgebaut und auch die Federung ist wirklich klasse auf das Fahrzeuggewicht abgestimmt. Wenn man das sieht, wie die Autos hier richtig schön federn, ein Traum. Mit einer schön arbeitenden Federung geht es dann weiter im Sand zum nächsten Spot. So, und an dieser Stelle angekommen wird es dann auch etwas anspruchsvoller für die Autos. Aber wie das weitergeht, erfahrt ihr im zweiten Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, um die Fortsetzung nicht zu verpassen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.